Der Ministerpräsident heute zu Besuch, in anderthalb Jahren das zweite Mal. Wie wichtig ist sowas hier im ländlichen Raum? Ich finde, es ist schon wichtig, weil er einfach sein Interesse beweist. Er war jetzt das zweite Mal hier bei uns in relativ kurzer Folge. Er hat uns damals ernst genommen, er hat uns damals zugehört und hat eben jetzt gesehen, was wir seinerzeit eben auch vorgestellt haben oder gesagt haben. Und das Ganze ist eingetreten. Und von daher ist es schon wichtig, finde ich, dass er auch das Interesse zeigt, hier in der Region präsent zu sein, bei uns zu sein. Ihr habt hier in Hebersdorf richtig viel investiert. Wie viel Millionen habt ihr investiert, seitdem ihr von den Eltern die Firma übernommen habt? Eins, das kann ich dir gar nicht so genau sagen. ich sag mal so, wir haben jetzt vor zwei Jahren ein bisschen Pause eingelegt gehabt und jetzt mit diesem Schritt vom letzten Jahr auf dieses Jahr mehr roundabout, ja, einschließlich dieses Jahr 6 bis 7 Millionen investiert und wir wollen mit dem Bebauungsplan, den wir halt jetzt auch vorangetrieben haben, sicherlich bis zum Jahr 2021 irgendwo so in Summe 11, 12 Millionen werden wir schon am Standort hier investieren. Was sind die Probleme, die ihr hier habt im ländlichen Raum? Habt ihr die noch vielleicht heute auch mit dem Ministerpräsidenten besprochen habt? Ja, es sind natürlich weiterhin die Personalthemen, die wir haben. Wir haben auch in diesem Jahr leider keine Auszubildenden gefunden. Wir haben letztes Jahr mit der Ausbildung begonnen. Einen Auszubildenden konnten wir akquirieren, der zum Glück auch noch da ist. Aber das ist natürlich ein Thema. Wir haben das Thema, überhaupt Mitarbeiter zu finden. Ja, das hat sich zwar in den letzten Wochen ein bisschen verbessert, aber es ist nach wie vor natürlich ein Problem. Ja, also ein Problem, ich sag mal, was haben wir noch? Straße ist ein Thema, Anbindung ist ein Thema, aber das sind Themen, die wir immer wieder oder immer noch haben. Und ja, die Mühlen mahlen langsam, ja, das ist leider so. Die Mühlen mahlen langsam. Vielleicht mal auch für die Zuschauer, wo eure Leisten überall hingehen. Die gehen ja nicht nur nach Europa, sie gehen, glaube ich, in die ganze Welt, ne? Ja, also wo sie genau hingehen, kann ich nicht sagen. Also unsere Kunden sitzen hauptsächlich in Europa, hauptsächlich auch in Deutschland. Wobei unsere Kunden international tätige Kunden sind, die weltweit vertreten sind und die schaffen letztlich oder die transportieren unsere Waren dann weltweit nach Südamerika, nach Australien, nach Asien, wo auch immer hin, ja. Jetzt, der Brexit steht an. Habt ihr Probleme? Nein, also ich glaube es nicht, dass es uns in dem Sinn hart trifft. Wir haben einen Kunden in England direkt, wo wir aber das Währungsrisiko ausgeschaltet haben. Und von daher denke ich, wird es überschaubar. Die Lieferperformance wird ein Thema sein und die Lieferzeit wird ein Thema sein, dass wir nicht so schnell die Ware nach England kriegen. Aber ich denke, es wird trotzdem für uns gehen. Wir können sagen, hier im Saale-Aller-Kreis ein ganz, ganz erfolgreicher mittelständisches Unternehmen. Wir sind ganz zufrieden, ja. Alles klar. Dankeschön. Danke. Herr Ramelow, das zweite Mal innerhalb von anderthalb Jahren hier in der Leistenfabrik. Was ist von der Entwicklung jetzt in den letzten anderthalb Jahren? Sie können es ja einschätzen. Es ist ein Familienbetrieb der ganz besonderen Art. Und wir verbinden hier Zukunftsperspektiven. Man spürt, hier hat es einen Generationswechsel gegeben. Und auch die jungen Leute sind sehr aktiv dabei, diesen Betrieb weiterzuentwickeln. Die Idee des Vaters wird hier in eine Dimension der heutigen Zeit übertragen und gleichzeitig schon an der nächsten Perspektive gearbeitet. Das finde ich so spannend, dass man sagt, Heberndorfer Leistenfabrik, was werden die schon herstellen? Ein bisschen Fußleisten, das wird man ja noch irgendwie so nebenher erledigen können. Man denkt so ein bisschen Kreissäge. Nein, hier ist Hightech. Das ist der höchste Computerstandard, den ich mir vorstellen kann. Und auch die Digitaldruckerei, die es hier gibt, ist nach meinem Kenntnisstand die größte Digitaldruckerei, die wir in Thüringen haben. Und das Ganze verbunden mit einer Holzverarbeitung, also der Primärverarbeitung, damit am Ende eine Verheiratung aus Holz und den gesägten und geschlitzten Leisten kommt, mit Dekors, die dazu führt, dass man tatsächlich die Marktführerschaft dafür in jedem Fall sichern kann. Und das im ländlichen Raum und das mit Fördermitteln, wo doch gesagt wird, Fördermittel gibt es nicht mehr in den ländlichen Raum. Was sagt unser Ministerpräsident dazu? Es war eine lange und heiße Diskussion, die ich mit Professor Gropp hatte. Das ist ja der Präsident vom IWH, dem Forschungsinstitut in Halle, der gesagt hat, wir sollen doch als neue Bundesländer nicht mehr im ländlichen Raum fördern. Und ich habe ihm geantwortet, er soll doch mal nach Heberndorf in die Leistenfabrik fahren. Und dann soll er mir nach dem Besuch dieser Firma sagen, dass das hier nicht produktiv sei. Die Behauptung, die ostdeutschen Betriebe seien unproduktiver, haben mit der Realität
am Beispiel der Eberndorfer Leistenfabrik überhaupt nichts zu tun. Und dies ist ein Familienbetrieb, das heißt, die ganzen Förderinstrumente greifen. Und dafür wollen wir ja auch die Fördergelder einsetzen, damit Modernität dazu führt, dass wir im ländlichen Raum, in der Industrieproduktion auch standhalten mit den Weltmärkten. Hier ist jeder Cent gut investiert. Es ist Steuergeld, damit muss man sehr zurückhaltend umgehen. Aber wenn dafür Maschinen gekauft werden, die Millionenwerte darstellen und gleichzeitig Produktion absichern, die vielen Menschen in der Region Arbeit sichert, dann ist das eine Investition in die Zukunft und zwar für alle, für diejenigen, die Eigentümer dieser Firma sind, weil das im ländlichen Raum eine fest verwurzelte, auch familiäre Verbindung ist. Aber gleichzeitig sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus der Region gut unterwegs und schaffen, eine hervorragende Produktion zu organisieren. Und deswegen sage ich, das ist gut angelegtes Geld, aber es macht auch die Region stark. Deswegen, wir sind mitten auf dem Dorf. Wir sind sogar in einer Höhenlage mitten auf dem Dorf. Und die Verkehrswege sind etwas länger. Aber die Leistung und die Produktion macht es allemal wett. Hier ist der Weltmarkt zu Hause. Dankeschön.